So, eine wunderschöne guten Tag, meine Liebe, und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ja, denn heute hat der Roster Games endlich was bestätigt. Es ist eine Art Kündigung, nämlich zu, weil der Bethesda, ja, als wie Master oder als wie, ich glaube, als wie Master, ja, als der Bethesda 2023 und dem Roster Games hat zwar heute auf der Newswire, auf der offiziellen Webseite offiziell bestätigt. Ihr könnt natürlich euch selber angucken, es ist offiziell und ich gehe davon aus, dass GTA 6 noch dieses Jahr noch ankündigt wird, aber ich gehe davon aus, dass wir im Oktober oder November was bekommen werden. Ich gehe davon aus, dass wir noch dieses Jahr zu GTA 6 was bekommen werden. Und ja, der Trailer ist auch schon bereits schon bestätigt, ist auch schon veröffentlicht und ja, ist schon 13 Jahre her und das erste Mal habe ich gespielt war ja Red Dead Redemption 2 und Red Dead Redemption 2 kam ja 2018, das war so ein geiles Spiel, ich habe ja Red Dead Redemption 2 schon durchgespielt und jetzt spiele ich dann Red Dead Redemption zum der erste Teil, was alles seit 2010 rauskam, da war ich ja ungefähr 5 oder fast 6 Jahre alt, war ich ja, also noch sehr klein und ja, das, weil bei der PlayStation kam ja der erste Teil vor PlayStation 3, Xbox 360 damals noch und bei der PlayStation 2 kam ja damals 2018 vor PlayStation 4 und Xbox One heraus, 2019, ein Jahr später, kam es dann vom PC heraus und ja, ich bin sehr gespannt, was hier Roster jetzt heute auf den Newsfire geschrieben hat. Also, Red Dead Redemption und Undead Nightmare erscheinen am 17. August für Nintendo Switch und PlayStation 4. Erlebt das epische Western-Abenteuer Red Dead Redemption und seine bahnbrechende Zombie-Horror-Erweiterung Undead Nightmare, die erstmals zusammen für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Beide Spiele wurden von Double Eleven Studios für Nintendo Switch und PlayStation 4 konfrontiert. So können sowohl neue Spieler als auch bestehende Fans, die beide Klassiker auf moderner Konsole genießen, dank der Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5. Und es gibt da eine schlechte Nachricht auf, wo die Xbox Series, also für Xbox One und für Xbox Series X und S, aber was da jetzt hat, zwar natürlich auf der, ohne für die Xbox leider, für die Xbox One und für die Xbox Series X und S. Aber schade leider. Und ja, jetzt lesen wir natürlich weiter. Und mit mehr als 170 Spielen des Jahres Auszeichnungen zählt Red Dead Redemption zu den von Kritikern meistgelobten Spielen aller Zeiten und erzählt die Geschichte des ehemaligen Outlaws John Marston, dessen Reise ihm durch die Weite des amerikanischen Westen und Mexikos führt, um die letzte überlebende Mitglieder der berühmteste Fantalinte Gang aufzuspüren und so seine Familie zu retten. Er lebt erneut oder zum ersten Mal die Ereignisse, die sich direkt im Anschluss an die epische Geschichte um Ehre und Loyalität von Red Dead Redemption 2, dem Blockbuster aus dem Jahr 2018, zu tragen und begleite Marston auf seiner Suche nach seine früheren grenzenlose Wege führte Bill Wilmerson, Xavier Escrochela und Dash van der Linde, dem ehemaligen Anführer der Gang, während das Zeitalter der Cowboys sich seinem Ende zuneigt. Weiter bestellt für Nintendo Switch und PS4 beinhaltet auch Undead Nightmare. Die schaurige Story-Erweiterung, in der Master gegen eine unaufhaltsame Zombie-Hürde um sein Leben kämpfen muss, um ein Heilmittel zu finden und die zudem besser gerne einen schauderhaften und übernatürlichen Twist verleiht.
Beide klassische Einzelspielerlebnisse unterstützen zudem neue Sprache und sind erstmal auch auf vereinfachte und traditionelle Chinesisch, Koreanisch, Polnisch, Brasilianisches, Portugiesisch, Russisch und Lateinamerikanisches, Spanisch Untertitel spielbar. Weiterblättern und ein Dead Nightmare werden im Nintendo Switch eShop und PlayStation Store zusammen 49,99 € kostet, also 50 Euro. Und ab 30. Oktober auch als physische Versionen erhältlich sein. Für Weiterblättern lässt eure Wunschliste im Nintendo eShop und PlayStation Store hinzu, um benachrichtigt zu werden, sobald es erhältlich ist. Und ja, das war natürlich das Ende von Rockstar Newswire. Und ja, es ist leider schade, dass nicht für die Xbox kommt, aber ist natürlich auch egal, weil bei der Playstation kam ja erst halt auch von PlayStation 3 und Xbox 360, habe ich ja auch schon gesagt. Und also für die alte Xbox. Und ja, ich bitte, dass es nur, also man kann auf der Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5. Also ich würde gerne den ersten Teil von meiner Best spielen, habe nicht die ersten Teile gespielt, ich habe ja nur den zweiten Teil bereits durchgespielt. Und ja, am 7. August, nächste Woche Donnerstag, kommt es heraus, also nächste Woche Donnerstag. Und ich müsste dann euch das sagen, denn ich bin ja da Freitag bin ich ja auf der Ida Zoll für die nächsten 10 Tage. Also ich gehe von auch bis Ende August und dann bin ich dann wieder auf Aida wieder. Diesmal auf Aida Zoll, diesmal für mich dann nicht, weil es wegen Videos hochgeladen bin, ich in Deutschland bin, wieder mein Zuhause in Berlin bist, dann ja, dann wird sich ein neues Video ja hochgeladen. Und es kann auch sein, dass wieder neue Informationen von Rockstar Games kommen soll, wahrscheinlich schon bei der Blöschen. Als Remastered, als für PlayStation 4, für Nintendo Switch oder für die Abwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und ja, und oder wahrscheinlich zu GTA 6, aber ich gehe davon aus, es geht der 6. und diesem Jahr noch im Herbst. Also gehe davon aus, dass wir im Oktober oder sogar November mit einer Ankündigung von GTA 6 zu rechnen ist und das wäre wahrscheinlich erst in diesem Jahr noch sehen wird. Und ja, und falls wir da wieder kommen, also falls da kann sein, dass ich wieder in Deutschland wieder bin und es könnte sein, dass Rockstar Games neues Videos, neues Newswire oder was ankündigen soll, dann wird wahrscheinlich bei mir nur auf Instagram machen, auf LukasLuki007, ist auch unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch suchen und wahrscheinlich ja Internet auf Instagram oder so. Ja, auf die Instagram-Website, auf Computer, Handys oder da könnt ihr einfach LukasLuki007 suchen. Dort folgen natürlich Story, ja, Folge, wenn neues Informationen auch von Rockstar Games kommen soll. Oder zu, ja, das wäre jetzt wahrscheinlich sehen, weil ich bin auf AIDA, weil auf Kreuzfahrtschiffe, weil wir, wenn wir Internet haben, sind wir nur im Hafen. Und wenn wir im See sind, haben wir kein Internet, weil das ist einfach, also wenn Videos hochgeladen, es wird dann bei mir einfach nur auf Instagram zu veröffentlichen. Also ich werde nur auf Instagram machen, wenn da über so von Rockstar Games kommen soll, auf den Newswire werde ich dann nur auf Instagram machen, weil auf YouTube werde ich dann erst, wenn ich wieder in Berlin bin, wieder, das könnte auch sein, dass wieder was Neues von Rockstar Games kommen soll, ist sehr wahrscheinlich. Und da werde ich ja auch bei der Playstation der erste auch zocken, also nur für die Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5. Und ja, das war es natürlich auch bei Gita Lukas. Ich hoffe, das Video gefallen hat. Gibt es einen Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, macht Daumen nach unten. Aber egal. Und dann abonniere meinen Kanal erstmal kostenlos. Jetzt auch verpasst du keine Videos von mir. Und dann bekomme ich benachrichtigt. Oder die Glocke ausschalten, weil ihr Glocke aktiviert, weil alles sonst verpasst du ja. Aber wenn du Glocke aktiviert hast, sonst bekommst du ja eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist oder hochgeladen ist. Und dazu können ja natürlich keine Videos ja nicht mehr zu verpassen. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag noch, schönen Abend, schönen guten Nacht.
Mach es wie das Video immer, falls es du siehst, dass du es dann bist. Nächstes Video, mach's gut und tschüss, ihr Lieben.